Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und wir waren beim letzten Mal hier nochmal in der Trainingsanlage unterwegs und ja, das war ziemlich verwirrend, sage ich einfach mal. Aber, Freunde, jetzt kommen wir weiter. Wir haben nämlich beim letzten Mal tatsächlich auch dieses Clementin-Gemisch uns zusammengebaut, zusammengemischt. Und mit diesem Clementin-Gemisch kann man tatsächlich dieses Medaillon, was wir noch vermissen, dann wahrscheinlich überarbeiten, dass dann irgendwas passiert damit. Ja. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt mal das Gemisch hier, meine ich. Wir begeben uns jetzt mal wieder in diesen Raum mit der Kopie der Trainingsanlage. Und ich hoffe jetzt, dass jetzt hier dieser Aufzug da ist. Igitt. Ja, er ist da. Sehr schön. Schaut euch das an. Wir kommen hier mit der Schrotflinte durch. Sehr gut. Nur die Spindler lasse ich leben. Ich weiß, die machen ja nichts. Ne, die machen ja nichts. Da heulen wieder die Zombies im Hintergrund. Und genau, im Prinzip. Ja, begeben wir uns da jetzt mal hin. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt, was da bei der Leiter ist. Na, also ich denke mal, ihr wisst, wo ich meine. Da, wo wir die drei Ausweise eingesetzt haben. Genau, und ja, da sind wir doch auch schon fast. Das geht ja jetzt echt schnell, muss ich sagen. Wobei, wir müssen uns da dann gleich nochmal... Genau hier. Wir müssen uns da gleich nochmal an der Kamera vorbeischleichen. Das habe ich natürlich nicht so gerne. Aber nun gut. Gehen wir in Alfreds Geheimgang. Von dem wir in der vorletzten Folge gelesen haben. Ganz genau. Jetzt erstmal an der Kamera hier vorbei sneaken. Wo ist die Kamera? Da ist sie. Okay, komm. Nein! Nein! Okay, lauf einfach. Kein Bock auf den Mist. So, genau. Hier in diesem Raum. Tatsächlich. Genau, hier vorne. Diese Leiter. Irgendwie Schiss jetzt da runter zu gehen, aber die Leiter hinterklettern. Ja, gehen wir einfach mal. Gut. Herzschlag. Oh Mann. Herzschlag-Finale hier. Nee, Finale denke ich doch nicht. Noch lange nicht. Spinnen schon wieder. Die Tür wurde zugebauert. Okay, das ist jetzt völlig neues Gebiet hier. Wir können da einfach durchlaufen. Okay, da würde ich sagen, machen wir das einfach. Komm, Chris, lauf! Lass dich nicht von denen. Das sind Kräuter, okay. Ah, und schaut mal, wo wir sind. Ihr erinnert euch? Hier ist irgendwo das, das Medaillon hingefallen. Und hier war auch dieses komische Elektrogeräusch, ne? Und hier soll irgendein unbekanntes Wesen leben. Da liegen noch mehr Kräuter. Finde ich gut, dass wir jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen was an Kräuter nehmen, weil guckt euch das an, wir haben... Oh Mann. Nichts an Heilung, wir haben da ein blaues. Brauchen wir das blaue? Na, wobei... Kombi hiermit bitte. Doppelgrün. Wenn die uns hier ein blaues Kraut hinlegen. Ein großer Bereich. Nimm das mal mit. Nimm das mal mit, Chris. Und ja. Gucken wir einfach mal, ob wir es brauchen oder nicht. Ich habe irgendwie Angst. Guckt mal, da ist es doch.
Da ist das Medaillon. Wir sind so nah dran. Was zur... Was zur... Okay. Da ist dieses Wasservieh, wo wir da den Strom von gehört haben. Oh, guck mal. Munition. Okay, die kann ich gut gebrauchen. Dann sind wir natürlich voll. Ne? Ist klar. Das heißt dann aber auch... nein, ich will das nicht. Kombiniere das bitte hiermit. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen. Ja. Können wir das Ding besiegen? Oder können wir uns einfach das Medaillon nehmen und verschwinden? Da liegt das Medaillon, ne? Ihr seht's. Ich will da jetzt... Nee, man trifft es nicht. Man trifft es tatsächlich nicht. Das sieht so aus, als könnten wir... Nee, man trifft es nicht. Man trifft es nicht. Das sieht so aus, als könnte man tatsächlich dieses Medaillon einfach von dem Vieh nehmen, oder was? Oh Gott. Ja, der verteilt Stromschläge. Und wir sind schon im gelben Bereich hier. Okay. Oh Gott, wir sind schon rot. Alter, und wir sind schon orange. Shit. Aber ich glaube, wir können es nehmen. Genau, nimm es. Und raus hier, komm. Und raus hier. Raus aus dem Scheißwasser, um Gottes Willen. Der verteilt Stromschläge. Puh. Okay. Einfach raus hier. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Was ist das für ein Vieh? Aber gut, wir haben es geschafft. Leiter hochklettern. Ah, oh, Gott sei Dank, Freunde. Oh Gott. Alles klar, aber dann haben wir jetzt unser Medaillon. Und hier laufen die Spinnen rum, ne? Aber ich nehme jetzt hier mit Vorbeilaufen, bitte. Das grüne Kraut mit. Die trifft uns gleich, ne? Nein, lauf! Oh Gott. Igitt, ey. Puh. Okay, Freunde, das war der Geheimgang. Wo auch immer wir da waren, aber wir haben jetzt... Warum ist hier keine Musik mehr? Warum ist hier keine Musik mehr? Wir haben jetzt dieses, dieses Adlerschild. Emblem der Ashford-Familie. Der Adler greift eine goldene Hellebarde. Die indigo-blaue Platte scheint aus einem speziellen Metall zu sein. Aha, das heißt, wir wissen jetzt tatsächlich... Ja, wir müssen jetzt tatsächlich dieses Zeug da drauf schmieren. Ha, und guck mal, wir haben eine Hellebarde. Cool. Hellebarde, es war auf dem Adlerschild. Ein ähnliches, es ähnelt der Hellebarde aus dem Mittelalter. Okay, wir haben ein Schlüssel-Item. Wo kommen wir damit jetzt hin? Ah, wartet mal, ich kann mich erinnern. Ich kann mich da... Arktis? Wir haben jetzt... Ach, da war doch Claire, ne? Ich kann mich erinnern, wo wir hin müssen, ja. Da draußen rennt der Hunter rum, ne? Ich werde verrückt. Aber guck mal, wir haben gut Shotgun-Munition. Das heißt, wir müssen da einfach in den Aufzug rein. Einfach dran vorbeilaufen, Chris. Einfach dran vorbeilaufen. Ich habe keine Lust, ihn jetzt zu plätten. Lauf einfach dran vorbei. Was machst du denn? Lauf einfach. Oh Gott. Die hauen aber auch zu, ey. Ja gut, okay. So. Wir befinden uns in 1F. Das heißt, wir müssen...
B1 ist der Keller. Nee, da müssen wir leider nicht hin. Wir müssen nochmal über den 2F gehen. Wir müssen nochmal außen rum. Tatsächlich, weil ich die Shotgun behalten will. Verdammt nochmal. So. Gut, dann müssen wir... Der hält sich schon wieder. Ich habe jetzt gerade so viel Heilung gekriegt. Aber dann hält der sich schon wieder. Ach. Was mit der Heilung hier ist echt schlimm. Also, dass wir da keine Heilung, nicht genug Heilung kriegen. Ja, das ist irgendwie bescheuert. Aber gut, ist halt so. Dafür haben wir genug Muni. Wir haben genug Munition, ey. Ja. Ach Quatsch, wo renne ich denn hin? Das war doch hier. Ja, genau. So. Dann höre ich die ganze Zeit so ein Summgeräusch. Keine Ahnung. Genau, hier vorne ist der Aufzug, ne? So, und dann können wir da nochmal kurz zum Speicherraum. Ich würde nämlich gerne nochmal gucken, ob ich nicht doch noch irgendwo eine Heilung versteckt habe. So, lauf direkt dran vorbei. Direkt dran vorbei rennt. Ach, nein! Wie weg, du blödes Ding. Oh Gott, sind wir jetzt vergiftet oder was ist hier los? Ach Mann, haben die mich getroffen. Das ärgert mich immer, wenn die mich treffen, weil es ist unnötig. Nein. Okay, wir sind nicht vergiftet. Sehr schön. Gut, haben wir hier Heilung? Nein, haben wir nicht. Okay. Gut, wir haben keine Heilung. Uncool. Richtig uncool. Gut. Hier war das doch. Ein Relief in Form eines Adlerschildes. In Form einer Hellebarde. Nutzt die Hellebarde, bitte. Genau. So, bin ich jetzt mal gespannt, was hier abgeht. Ah, okay. Das ist cool. Cutscene. Hold on, Claire. Awesome. Yeah. Das ist geil. Oh yeah, Freunde. Ja, an dieser Stelle doch mal danke an Wesker, dass du uns gesagt hast, wo Claire ist. Weil, schaut mal, wir sind im Transportterminal in der Antarktis. Genau. Genau da, wo war Claire. Ja, wo Claire ist. Und danke, Alfred, dafür, dass du dein... Ich muss Claire finden. Dass du deinen, dass du deinen Jet da gelassen hast, damit wir den schön benutzen können. Finde ich cool.
So, wir sind wieder in der Arktis. Bzw. Antarktis. Ich sag mal Arktis dazu. Da ist aber noch eine Tür, aber die geht nicht. Achtung, Aufzug zur Evakuierung im Notfall. Okay, dann gehen wir mal hier durch und ja, dann... Ey, vielleicht können wir ja die Magnum holen. Stimmt, das wäre doch mal... Was ist das? Erzielt drauf. Schieß mal drauf, bitte. Tak, 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 tak. Was ist das? Das ist ja ekelig, ey. Da ist noch so ein Teil. Ach, guck mal, da ist das Flugzeug. Das Flugzeug kann nicht mehr benutzt werden. Es hat keinen Sinn, reinzugehen. Okay. Da ist doch so ein Teil. Schieß da drauf. Oh, das sind so Tentakel hier, ey. Ah, geh weg. Ah, ist das ekelig, ey. So, und dann sind wir jetzt wieder im Prinzip. Als Chris Redfield. Am gleichen Gebiet, wo Claire und Steve waren. Genau, das finde ich cool. Die Frage ist, kommen wir hier hin? Frage ist, wo fangen wir jetzt erstmal an? Wobei, ich würde, glaube ich, ganz gerne erstmal zu dem Speicherraum gehen, oder? Gehen wir erstmal hier rein. Gucken wir mal, ob wir hier noch, noch was haben in diesem Raum. Das war ja dieser nutzlose Raum, ne? Mit den Betten, wenn ihr euch erinnert. Viele Betten, ja. Okay. Viele Betten, wohl das Schlafzimmer der Arbeiter. Okay. Haben wir hier irgendwas? Haben wir hier irgendwas? Freunde, einen Moment bitte. Ich mach mal kurz Pause. So, da bin ich wieder. Genau, wir waren ja hier gerade. So. Guck mal, da liegen Granaten. Ja, die nehme ich. Sehr schön. Furchtbares Durcheinander. Ja, das stimmt. Nutzlose Bücher. Haben wir hier nicht irgendwo ein Heilungsspray oder sowas? Das da hinten sieht so aus wie ein Heilungsspray. Nee. Wobei wir sind eh voll. Na, wenn hier was ist, dann... Im Schließfach befindet sich nichts. Nutzlose Bücher. Sonst haben wir hier nichts. Aber wir haben Granaten gefunden. Ja, nehme ich. Nehme ich auch gerne. Für den Granatenwerfer, den wir nicht haben, Chris, ne? Alles klar. Gut, aber wir sind in der, ganz in der Nähe von einem Safe-Raum. Da würde ich mich gerne erstmal hin. Ich wollte schon sagen, hey, gehst du nicht hier runter? Doch, du gehst hier runter. Sehr schön. Ich hoffe jetzt, dass hier nicht wieder diese Giftmotten rumlaufen. Bitte nicht. Rüste mal bitte deine Pistole aus. Bitte nicht, ey. Okay. Nein, keine Motten. Okay, sehr schön. Alles klar, danke. gut, dann haben wir jetzt hier erstmal unseren Safe-Raum. Und, ja, danke, danke. Ach, guck mal. Eine Hülle in Form einer Hellebarde. Ja, dann setzen wir deine Hellebarde da ein. Aha. Ein Briefbeschwerer. Was zur... Ein Dokument. Okay. Elfrids Elfrids Tagebuch. Das wird interessant. 30. Januar. Es gibt einen verschlossenen Raum am Flur der Antarktisanlage. Ich weiß nicht, was dort versteckt ist, aber ich werde jetzt... Aber ich weiß jetzt, wie ich reinkomme. Ich kann die drei Edelsteine benutzen, von denen jeder in unserer Familie einen trägt, als Beweis seiner Abstammung. Von der Familie Ashford. Das einzige Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, wie ich an den Stein meines Vaters kommen soll. Geheimgang irgendwo. Interessant. 17. Februar. Ich habe es endlich geschafft, in diesen verschlossenen Raum hineinzukommen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass Alexias und meine Geburt von so einem wahnsinnigen Geheimnis umgeben hätte sein könnte.
Ich hasse meinen Vater. Alexander, diesen Idioten. Offensichtlich wurden wir nur erschaffen, um das Versagen unseres Vaters zu kaschieren. Ich kann ihm nie wieder vertrauen. Ich muss mit meiner Schwester die Ehre der Familie Ashford retten. Okay. So, das heißt, dass Alfred auch kein normaler Mensch ist? Keine Ahnung. Ich brauche mich vor nichts zu fürchten, solange Alexia bei mir ist. 3. März. Alexia hat dieses Experiment, über das wir geredet haben, am Menschen durchgeführt. Nett. Unser nutzloser Vater muss jetzt sehr glücklich sein, denn nun kann er endlich einen sinnvollen Beitrag für die Familie Ashford leisten. Alter, Leute, was macht ihr da? Mit eurem eigenen Vater? Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist, dass unser Butler Harmon nichts von unseren Aktivitäten mitbekommt. Ja, ich glaube, den Butler, den hatten wir ja schon platt gemacht, oder? 22. April. Das Experiment ist fehlgeschlagen. Unser Vater war ja schon immer nutzlos. Aber nun hat er sich in ein gefährliches, völlig unkontrollierbares Monster verwandelt. Hä? Der Vater hat sich in Monster verwandelt und der Butler auch. Dann war der Butler, der Typ da unten im Käfig saß. Den wir aber beim letzten Mal schon platt gemacht haben. Das heißt, der Vater rennt hier noch rum. Oh Gott. Wir haben ihn gefesselt und in einer unterirdischen Zelle eingesperrt. Doch Alexia scheint einer Lösung des Problems sehr nahe zu sein. Entgegen all meinen Erwartungen will sie das Experiment nun an sich selbst durchführen. Alter Schwede. Außerdem glaubt sie, dass sie 15 Jahre im Tiefschlaf gehalten werden muss, um das Experiment erfolgreich abzuschließen. Dank dieses Idioten kann ich meine geliebte Alexia jetzt 15 lange Jahre nicht mehr sehen. Na super. Alexia geht nun schlafen und vertraut sich mir vollkommen an. Ich bin jetzt der Einzige, der Alexia beschissen kann. Meine Güte. Was ein Storybrocken. Wow, also hier rennt auf jeden Fall irgendwo noch der Vater rum. Der Vater der Ashfords. Der hat sich irgendwas reingezogen. Irgendwas haben die dem verabreicht. Das lege ich erstmal raus. Die Heilung kommt erstmal raus. Die Granaten. War auch schon 24 Schuss von. Der Rest kann so bleiben, denke ich. Und die Kalaschnikow raus. Nee, kommt. Das passt erstmal. Nimm das Fahrrad. Gut. Gucken wir nochmal, was hier ist. Nutzlose Bücher. Hier war doch diese ekelhafte Szene, ne? Ja, da unten. Und jetzt haben wir hier eine schöne Musik. Und nichts mehr. Wunderbar, Freunde. Würde ich sagen, speichern wir noch einmal. Manuell. So. So. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. In der Antarktis. Chris, 08. Basisleitung. Okay. Gut, Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Lasst jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.